eingeschalten hast. Du bist hier gelandet bei meinem kleinen kreativen Podcast. Es ist Freitagvormittag, kurz vor 10 und es ist für mich eine total ungewohnte Uhrzeit, einen Podcast aufzunehmen. Aber heute ist es draußen so kreislig, es sind so dunkle Wolken, es schüttet in Strömen und es ist richtig, richtig kalt, sodass ich mir gedacht habe, ich koche mir jetzt ein Kännchen Tee, mach's mir hier gemütlich, hol all meine Sachen her und nehme eine Podcast-Folge auf. Seit dem letzten Podcast habe ich ganz, ganz viele neue Abonnenten bekommen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich da total drüber, dass ihr euch hier wohlfühlt, dass ihr gerne zuguckt. Ich bin Angie, komme aus der Nähe von München, bin leidenschaftliche Handwerkerin und Handarbeiterin natürlich auch. Alles, was mit Handarbeiten zu tun hat, nähen, stricken, häkeln, sticken, ja, das ist meins. Und ich würde euch jetzt in der nächsten Stunde, knappe Stunde, schätze ich, gerne mitnehmen in die Welt der Wolle, der Garne, der Farben. Ja, wir haben ja auch noch eine Gewinner, einen Gewinner oder eine Gewinnerin bekannt zu geben von der Geburtstagsmonatsverlosung. Dann habe ich euch ein bisschen was zu erzählen, weil es hat sich was geändert bei den Versandbedingungen. Ja, und ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe nichts fertig bekommen seit dem letzten Podcast. Ich habe ja zwei so Großprojekte gerade am Laufen, zwei Strickjacken, die ich beide auch noch lang machen möchte. Also mindestens über dem Po und das andere stricke ich so lang, wie es geht. Wenn es geht, soll es so ein ja, bis knapp übers Knie gehen, so Art Mantel sogar. Und ja, da strickt man einfach eine ganze Weile hin. Und hier hinten seht ihr schon den Boyfriend-Cardigan, den schon so viele gestrickt haben. Und vielleicht könnt ihr ihn nicht mehr sehen. Aber ich, ja, ich bin, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass ich ihn stricke, aber er gefällt mir. Er passt einfach zu mir. Ich mag das mit dieser Kragenlösung hier oben. Mit diesem, ja, es ist ja so ein kleiner Stehkragen hier oben im Nacken, wo es sehr hoch geht und dann fällt er so schön runter. Ich stricke ihn aus der schönen Puna von Drops, das ist ein 100% Alpaka-Garn, wo ich große Schwierigkeiten hatte, denn ich habe mir die passende Garnmeterlänge bestellt am Anfang, aber ich stricke wohl zu locker und mit dem Halbpatent, das frisst so viel Garn, dass mir das gar nicht gereicht hat. Und dann habe ich versucht, das nochmal zu bekommen und genau diese Farbe war nirgends mehr lieferbar, also aus. Und da war ich dann schon in Nöten. Gott sei Dank gibt es ja heute das Internet und man kann ja weltweit eigentlich bestellen. Und ich habe dann einfach geguckt, wo gibt es noch diese Wolle in diesem Hellgrau. Und bin zuerst auf einen Wollversand aus Polen gestoßen, wo ich sie bestellt habe, die mir dann aber nach ein paar Tagen mitgeteilt hat, dass sie sie auch nicht mehr hat. Und letztendlich habe ich dann 4 Knäule in Estland gekauft. Und die ist auch gekommen. Ich habe ein ganzes Stück weiter gestrickt seit dem letzten Podcast. Da war ich hier mit dem Körper. Habe dann noch hier ein Stück runter gestrickt und da habe ich auch schon das neue Garn eingefädelt. Wäre, glaube ich, gar nicht nötig gewesen, weil ich finde, man sieht es überhaupt nicht. Es ist eine andere Farbpartie gewesen tatsächlich, deswegen habe ich das gemacht. Auch bei den Ärmeln mache ich es und ich habe seit dem letzten Mal auch diesen ganzen Ärmel hier runter gestrickt. Der hätte jetzt die richtige Länge und jetzt würde nach Anleitung das Bündchen kommen, aber ich bin immer vorsichtig. Ich habe jetzt hier die Maschen stillgelegt, mache jetzt erst den anderen Ärmel, dann ziehe ich die Jacke an und schaue, ob die Ärmel wirklich so passen oder ob ich noch länger machen muss oder sogar kürzer, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon mal anprobiert, so wird es passen, aber dadurch, dass da nur ein Ärmel drin ist, hängt die natürlich am Körper auch dann beim Anprobieren immer ein bisschen schief und es soll ja richtig passen. Hier unten habe ich auch die Maschen erstmal stillgelegt, weil ich, wenn die Ärmel fertig sind, mit der restlichen Wolle einfach noch so lang stricke, bis sie für mich die richtige Länge hat. Also ob ich diese 4
Knäuel, die ich mir dann noch bestellt habe, 200 Gramm. Ob ich die überhaupt brauche, weiß ich nicht, weil ich jetzt doch mit meinen restlichen Knäulen, ich will immer Stränge sagen, mit meinen restlichen Knäulen doch noch relativ weit gekommen bin. Aber ja, also zwei werde ich auf jeden Fall brauchen. Ich stricke die Jacke mit 4,5, glaube ich, aber da könnt ihr auch im letzten Video schauen, da habe ich das ganz genau alles aufgelistet. Ich finde sie sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf, wenn sie fertig ist. Aber dieses Halbpatent, das braucht nicht nur viel Wolle, sondern auch echt viel Zeit. Ja, das ist mein erstes Projekt, das ich noch auf den Nadeln habe und wo ich weiter dran arbeiten werde. Mein zweites Projekt auf den Nadeln ist meine Patchwork-Jacke. Und da ist auch ordentlich was dran gekommen. Diese Patchwork-Jacke stricke ich nach einer Anleitung von Safri Design. Das ist eine Kaufanleitung. Ich habe euch ja erzählt, dass ich die Jacke schon mal mindestens so weit hatte, sogar schon auch ein Stückchen vom Ärmel und sie dann wieder komplett aufgetrennt habe, weil ich sie zu klein gestrickt habe, weil ich mich irgendwie in der Maschenzahl vertan habe. Ja, jetzt habe ich die richtige Maschenzahl und ich bin fast so weit, wie ich war. Wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich noch ein bisschen was vom Ärmel. Jetzt ist sie so weit vom Oberkörper her fertig. Ich schaue mal, ob ich es umdrehen kann. So ist ein bisschen seht. Hinten hat sie nur große Patches und vorne und an der Seite hat sie auch diese kleinen, die dann halb so groß sind wie so ein großes. Die Jacke hat eine tolle Konstruktion, weil man strickt zuerst hier diesen bunten Teil, den ich mit meinen Sonnengläsern stricke. Dann kommt hier oben ein einfarbiger Teil, der ist auch in der Anleitung so Anthrazit. Ein einfarbiger Teil hier oben praktisch an den Schultern und am oberen Rücken. Und dann kommen dunkle Ärmel dran. Die strickt man jetzt als nächstes, also so weit fertig. Dann kommen die Ärmel und die Armkonstruktion bei der Patchwork-Jacke, die ist wirklich toll, weil ich habe schon mal Patchwork-Jacken gehäkelt allerdings, aber mit diesen Quadraten kriegt man oft keine gute Passform, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe noch keine Anleitung gefunden, wo die Passform wirklich gut war. Und hier ist jetzt eine ganz raffinierte Ärmelkonstruktion, die ich natürlich nicht verraten kann, weil es nicht mein Design ist. Aber ich werde euch das nächste Mal so ein bisschen zeigen. Ich hoffe, dass ich dann schon so weit bin, dass ich es euch zeigen kann. Also als nächstes kommen zwei anthrazitfarbene Ärmel, die aber hier vorne auch noch so eine Reihe halbe Patches bekommen. Und dann, wenn man das fertig hat, dann geht die Jacke in die Länge. Und da kann man sie dann so lang machen, wie man möchte. In der Anleitung sind zwei Längen vorgegeben. Eine, ja, die so ein bisschen über den Po geht und eine, die so Mitte Oberschenkel ist. Und wie gesagt, ich hätte es gern richtig lang, bestimmt Mitte Oberschenkel, aber ich stricke da auch so lange, wie ich Garn habe. Da kommt jetzt noch mal ein bunter Teil dran. Es kommen große Taschen dran und das Ganze wird dann eingefasst hier vorne und an den Ärmelbündchen und unten am Saum mit einem dunklen Eicord und vorne hier kommt kein Eicord hin, sondern halt ein Bündchen. Und auch am Kragen kommt, glaube ich, ein Eicord hin, in Anthrazit. Genau. Ja, ich stricke das Ganze aus meinem Mariechen. Ich bin begeistert, wie schön sie sich dafür eignet. Ja, wie viel ich brauche, weiß ich noch nicht. Ich habe vier Sonnengläser. Ich habe mir noch ein Sonnenglas nachgemacht. Ich hatte zuerst drei und ich habe drei anthrazitfarbene. Aber ich denke, wenn ich sie so lang machen möchte, wie ich mir das vorgenommen habe, dann werde ich
vier Sonnenglasstränge wahrscheinlich schon brauchen. Das macht auf jeden Fall viel Spaß zu stricken, weil es so kleine Portionchen sind. So ein Quadrat, so ein kleines, hat man ganz schnell gestrickt und das kann man immer so zwischendurch machen. Ich freue mich darüber, ich finde sie sehr schön. Ich finde, sie hat die Farben des Sommers und die werde ich jetzt mit in den Herbst und den Winter nehmen. Und ich hoffe, dass sie bald fertig wird. Aber es ist wahrscheinlich noch mal so viel zu stricken, wie das, was ich schon gestrickt habe. Ja, das ist meine Patchwork-Jacke nach dem Design Safri. Und gestrickt habe ich es mit einer 2,75 Stricknadel. Also da ist man auch ordentlich dran, weil die Stricknadel relativ dünn ist. Und was gibt es noch zu sagen? Es ist eine Kaufanleitung auf Deutsch. Vielleicht auch noch gut zu wissen, wenn man es nachstricken möchte. Ja, das sind also meine zwei Großprojekte, wo ich einfach immer noch dran bin. Dann habe ich was Neues angefangen. Letztes Wochenende war irgendwie die Luft bei mir raus. Bei uns ist gerade ganz, ganz viel los. Es tut sich ganz viel. Es ändert sich gerade ganz viel und es wird sich auch was für den Litzigarn-Shop ändern und für den Podcast auch. Aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber es ist einfach ein irrer Trubel und letztes Wochenende war ich dann irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, nee, ich muss jetzt mal irgendwie mir was Gutes tun. Ich muss mal schauen, was kann ich machen, damit es mir besser geht. Und dann habe ich mir Wolle rausgesucht und habe ein paar Socken angefangen. Und die zeige ich euch jetzt. Das Projekt ist in einer Frühlingsprojekttasche mit Narzissen drauf, aber das passt ganz, ganz wunderbar, denn ich habe mir gedacht, ich stricke jetzt Tulpensocken. Ich habe euch ja letztes Mal dieses schöne Sockenbuch vorgestellt, von dem ich nach wie vor begeistert bin. Und das habe ich mir dann letztes Wochenende geschnappt und habe mir gedacht, da strickst du jetzt Socken draus. Und dann habe ich schon geschaut, ob ich nicht jahreszeitlich passende Socken finde. Aber ich habe das Buch gekauft, weil es mir die Tulpensocken so angetan haben. Ich habe das im Frühjahr gesehen, dieses Jahres, und war begeistert von diesen Socken. Und dann habe ich mir gedacht, nee, genau die schlägst du jetzt an und suchst dir da eine passende Wolle raus. Und vielleicht macht es dir Spaß. Diese Socken heißen Tip-Top Through the Tulips und also auf Zehenspitzen durch die Tulpen. Und ich finde sie so schön. Und ich habe sie angeschlagen, aber mit anderen Farben, weil ich finde, der grüne Untergrund ist für die grünen Blätter, die hier die Tulpen haben, irgendwie nicht so schön. Da frisst das Grün, finde ich. Also deswegen habe ich mir gedacht, da muss ein bisschen ein Kontrast hin. Und habe mir ein Mariechen ist ja mein Alltags-Favorite-Garn, sage ich mal, ein Allrounder. Und das habe ich so ganz, ganz zart mit, muss man schauen, dass man es besser sieht, hier ist das Licht, ganz, ganz zart mit Blüten und Blättern gefärbt. Also es hat so ganz kleine Sprenkel. Ich muss mal die Lampe ein bisschen drehen, dass ich das vielleicht hier vorne auch zeigen kann. Mal schauen. Ja, es ist heute einfach so wahnsinnig dunkel. Es hat ganz, ganz kleine Einschlüsse in Grün, in Orange, in Gelb, aber eben ganz zart. Das ist meine Hauptfarbe, meine Hintergrundfarbe. Dann habe ich mir ein Bordeaux-Rot rausgesucht, das ich gefärbt habe mit Krapp und Rotholz und ein bisschen Tagedes. Das heißt, da ist auch so ein bisschen ein Gelb-Orange-Schimmer drin, den man aber nur sieht, wenn man es ganz genau anschaut. Die eine Tulpenblüte, die ich machen werde. Die zweite Tulpenblüte ist eine Färbung aus Krapp und Tagedes. Das ist ein wunderschönes, warmes Orange. Diese Farbe wird es auch im Shop geben. Wunderschön, das ist meine zweite Blütenfarbe. Und dann habe ich mir noch ein
wunderschönes Grün geschnappt. Das ist ein Grün aus der Blutpflaume, aus den Blättern der Blutpflaume, aus dem Garten von meinem Bruder. Da erzähle ich euch nachher auch noch was dazu. Dieses Grün ist so schön. Das geht wirklich je nach Intensität der Färbeflüssigkeit, geht es von einem ganz tiefen Tannengrün bis hin zu einem leuchtend hellgrünen Maigrün. Also wirklich schön. Das sind meine Blätter. Und ja, ich habe angefangen. Das zeige ich euch jetzt. Und ich finde sie so schön. Mal schauen, ich mir den Schatten nicht selber mache. Ich habe heute alles Licht angemacht, was geht. Jetzt wirft es natürlich dann schon auch Schatten. Also, ich hoffe, man sieht es gut. Mit roten Tulpenblüten und mit orangen Tulpenblüten. Ich habe auch hier oben das ein bisschen abgeändert, weil ich es schöner finde, wenn im Schaft auch ein bisschen was ist. Da ist jetzt ein roter Ringel drin und ein gelber, weil ich zuerst gelbe Blüten machen wollte, aber die sind ein bisschen in der hellen Wolle untergegangen und dann habe ich mir das Orange noch genommen. Ich finde sie so schön. Und das war genau das, was ich letzten Sonntag gebraucht habe, damit es meine Stimmung wieder hebt. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch schon aus den Mariechen Socken gestrickt hat. Ich nämlich noch nie. Ich bin ja keine Sockenstrickerin. Ich habe schon Tücher gestrickt und Pullover und sowas. Ah, oder ja, hier. Auch jetzt die Jacke. Aber noch nie Socken aus den Mariechen. Und ich bin begeistert, wie weich die ist. Ich hätte gedacht, dass die Socken dicker werden durch das Colorwork. Aber das ist gar nicht so. So dick sind sie gar nicht. Muss mal gucken. Hier hinten diese Colorwork-Fäden. Ich bin keine gute Colorwork-Strickerin, das sage ich ganz ehrlich. Ich mache das frei Schnauze und ich kann auch nicht mit zwei Fäden über einen Finger stricken. Ich wechsle einfach die Fäden und bin da aber auch relativ schnell. So, jetzt sind mir die Maschen gerade ein paar runtergefallen, die muss ich schnell aufheben. Beim Colorwork ist das nicht so gut. Kleinen Moment. So. Alles wieder da. Nichts verloren. Ja, wie gesagt, das war so die Rettung letztes Wochenende. Und ich finde es schön. Und mir macht es gar nichts aus, dass jetzt der Winter kommt und es keine Tulpen gibt. Das ist die Aussicht auf den Frühling für mich. Die werde ich ganz sicher anziehen, da bin ich mir ganz sicher, weil ich sie so schön finde. Ich habe euch ja erzählt, dass ich aus diesem wunderschönen Buch fast jedes Paar stricken könnte, weil ich es einfach alle schön finde. Und ja, mal schauen, wie viel ich davon machen werde. Die sind es auf jeden Fall wert, dass man sich die Zeit nimmt und dieses tolle Muster macht. Wenn jemand von euch Interesse hat und sagt, oh ja, diese Tulpensocken, ich habe das Buch und die Tulpensocken möchte ich auch stricken und ich mag sie vielleicht sogar aus einem natürlich gefärbten Garn machen, der kann mir eine Nachricht schicken, dann das Orange hätte ich noch, Grün habe ich noch, Rot habe ich noch. Das Einzige, was ich danach machen müsste, ist das helle Garn mit den zarten Blüten. Das habe ich nämlich nur einmal, aber das kann man auch jederzeit nachmachen. Aber das mache ich nur, wenn jetzt einer wirklich sagt, er möchte im Winter Tulpensocken stricken. Genau. Ja, das ist so mein Freuprojekt gerade. Nicht, dass ich mich über die Jacken nicht auch freue, aber vielleicht kennt ihr das, wenn man so lang immer an einem Projekt strickt, dann wird es einem manchmal auch über. Also das ist irgendwie nichts mehr Neues. Ja? Man kennt es, man weiß, was kommt. Bei dem Boyfriend-Cardigan, da hat mich das noch so ein bisschen gereizt mit dieser Ärmellösung. Der hat eine schöne Ärmellösung, wo man hier oben am Ärmel abnimmt, was mir sehr gut gefällt. Das war noch so ein bisschen was Neues für mich. Aber ansonsten geht es halt einfach rundum in Reihe. Und der zweite Ärmel ist jetzt auch gleich, da tut sich nichts. Hier ist es jetzt momentan nur Anthrazit, auch nicht der Hype. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich gerade über diese Socken und ich werde mir auch, wenn ich die Socken fertig haben sollte, noch ein anderes, buntes, schnelles Projekt suchen, was Spaß macht zu diesen langen
Jackenprojekten. Ja, jetzt schnell wieder die Wolle verstauen. Das sind meine Socken. Ja, ich, die eigentlich keine Sockenstrickerin ist, gell? Ich habe mir ja im Sommer Sneakersocken gestrickt und habe die tatsächlich auch angezogen. Also ich weiß nicht, ich bin kein, ich mag das nicht so gerne an den Füßen, aber diese Sneakersocken, die fand ich toll. Also natürlich nicht, als es so wahnsinnig heiß war, aber im September hatten wir ja auch noch so schöne Tage und im Oktober jetzt, da hatte ich die an und habe mir gedacht, ja, die kann ich tatsächlich jeden Tag, könnte ich die jeden Tag, könnte ich gestrickte Socken tragen. Also es war wirklich angenehm und da war ich dann überrascht ein bisschen. Und jetzt schaue ich mal, wie die Tulpensocken werden. Ah ja, da könnte ich noch dazu sagen, in der Anleitung geht ja das Tulpenmuster bis runter, bis zum Fuß runter. Das werde ich nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das mag, dass das so dick ist unten am Fuß. Also nicht nur unten am Fuß, sondern insgesamt der ganze Fuß unten, dass das da so dick ist und dass da das... Ich glaube, dass ich das nicht mag. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt den Schaft mit dem Tulpenmuster und unten mache ich dann mal ein Stück einfarbig und dann vielleicht noch Streifen in den bunten Farben. Vorne käme sowieso noch ein kleines Muster und dass ich das vielleicht mache. Also nur der Schaft wird diese Tulpen bekommen. Ja, kein Projekt wird gestrickt, wie es in der Anleitung ist. Das kennt ihr ja sicher. Man hat dann immer eigene Ideen oder eigenes, was man umsetzen möchte. Und so wird halt wird sehr individuell, was ja auch gut ist. Es soll ja nicht jeder das Gleiche haben. Ja, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Heute ist nämlich meine Stimme irgendwie, strengt es mich an. Bevor wir jetzt zum Färbigen kommen, denke ich, werde ich die Gewinnerin von meiner Geburtstagstüdelbag bekannt geben. Ja, der Oktober war ja Geburtstagsmonat und ich wollte es gern mit euch ein bisschen teilen und habe deswegen eine Cupcake-Tüdelbag genäht und habe mir gedacht, ich verlose die. Ihr konntet einen Kommentar abgeben und seid damit in den Lostopf gehüpft und das haben ganz, ganz viele von euch gemacht. Ja, ich habe mich wirklich bemüht, alles zu beantworten. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Ja, und ich habe euch ja gesagt, dass diese Tüdelbag, die gibt es nur ein einziges Mal, die ist also eigentlich keine richtige Projekttasche, sondern eine Ich sammle mein Handarbeitszeug ein Tasche. Also ich habe so eine Tasche, wo ich rumliegende Maschenmarkierer, Maßbänder, Scheren, kleine Wollknäuelreste etc. im ganzen Haus einsammeln und dann aufräumen. Und die Tasche hat sich dann aber herausgestellt, dass diese Taschengröße sich durchaus für ein Sockenprojekt eignet und zwar locker. Also wirklich locker, es ist groß genug. Die Tasche ist wunderschön abgefüttert. Ich habe euch gesagt, ihr kriegt von meinen neuen Maschenmarkierern was dazu. Und ich habe gesagt, sie wird gefüllt. Und ich habe sie gefüllt mit einem Mariechen, mit meinem Sockengarn, mit einer Sonnenglasfärbung. Und diese Sonnenglasfärbung, die hüpft hier rein und vielleicht wird die ja das erste Sockenprojekt in dieser Tasche, wenn die Tasche keine Tüdel-Einsammelbag wird. Ja, kurz bevor ich angefangen habe, hier das Video zu drehen, habe ich den Random Comment Picker von YouTube aktiviert und eine Gewinnerin ausgelost. Ja, die Elisabeth Selig hat diese wunderschöne Tasche gewonnen. Die Elisabeth hat mir in ihrem Kommentar erzählt, dass sie einen Rugquilt, den ich euch letztes Mal ja vorgestellt habe, dass sie einen Rugquilt zu Hause in einer Kiste schlummern hat, der noch darauf wartet, fertig genäht zu werden, was ich sehr lustig finde. Ja, Elisabeth, hier kannst du dein Tüdelzeug reinpacken und kannst den Quilt fertig nähen.
Das wäre doch was, oder? Bitte schick mir deine Adresse. Du findest meine E-Mail-Adresse unten in den Podcasts, in der Podcast-Beschreibung. Wenn du mir deine Adresse schickst, dann geht diese schöne Tasche samt Inhalt zu dir auf die Reise. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zu dem Rugquilt vom letzten Mal, den ich für meine Katze genäht habe, also die Decke und das Kissen, habe ich so viele liebe Kommentare bekommen und ganz, ganz viele haben gefragt, ob ich nicht ein Tutorial dazu machen kann. Ich mache ein Tutorial, ja, ich habe auch mir schon Stoff bestellt dafür. Ich habe lange überlegt, was ich machen könnte, habe mir dann einen schönen Stoff bestellt und ich werde, sobald er da ist, ein Tutorial drehen. Wann das genau rauskommt, weiß ich nicht, aber sicher noch vor Weihnachten. Also da bin ich dran, das kommt, müsst ihr einfach immer mal gucken. Das geht dann nicht in einen Podcast mit rein, sondern das wird ein extra Tutorial werden. Ja, überhaupt habe ich so viele ganz, ganz liebe Kommentare bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich so gefreut, wirklich. Habe mich eben bemüht, auch alle zu beantworten, aber da komme ich langsam an meine Grenzen. Das frisst unheimlich Zeit. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn man 200 Kommentare mal eben beantwortet. Also das ist einfach, da gehen Stunden drauf. Weil ich schreibe ja immer ein bisschen was dazu. Ich mache ja nicht nur Danke oder so, sondern ich schreibe immer noch ein bisschen was dazu. Ich finde, das ist es wert, weil ihr gebt euch so viel Mühe und ihr schreibt so liebe Kommentare und so nette Worte oft. Dass das schon auch ein paar eine schöne Antwort erfordert. Ich finde, das ist ja, das muss man machen. Ja, jetzt schaue ich mal ganz kurz auf meine Liste, dass ich nichts vergesse. Bevor wir jetzt zum Färbigen kommen, möchte ich euch noch was erzählen, was die österreichischen Kunden von mir betrifft. Ich habe zahlreiche österreichischen Kunden, wo ich mich total drüber freue. Ich mag meine österreichischen Kunden, die sind nämlich alle sehr, sehr nett, aber ich kann ab dem 20.12. nicht mehr nach Österreich versenden. Denn Österreich hat leider seine Verpackungsverordnung geändert, beziehungsweise sie ändern sie zum 01.01.23 und zwar für Pakete, die aus dem Ausland nach Österreich kommen. Sie haben da eine neue Gesetzeslage und die ist so kompliziert für uns Kleinunternehmen. Vielleicht habt ihr es schon gehört auf Instagram. Es sind jetzt ganz viele, die da eben nicht mehr verschicken, weil es einfach für uns Kleinunternehmen den Rahmen komplett sprengt, was wir da erfüllen müssen, um Pakete nach Österreich zu schicken. Und deswegen muss ich leider oder habe ich schweren Herzens mich dazu entschlossen, dass ich nicht mehr nach Österreich verschicken kann. Sollte sich an der Situation wieder irgendwas ändern, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich euch wieder beliefern darf. Aber leider habt ihr es uns nicht gerade leicht gemacht, dass wir nach Österreich Pakete schicken. Das ist für große Unternehmen sicher machbar, aber für Kleinunternehmen ist der Aufwand einfach riesig bei diesen Änderungen. Und ja, tut mir leid, ihr Lieben. Ja, und jetzt würde ich tatsächlich zum Färbigen kommen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich bei meinen Socken ein grünes Garn verwendet habe. Und zwar die Färbung mit Blutpflaumenblättern. Die Blutpflaume, die steht hier, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschaue, steht sie hier gleich. Denn nebenan wohnt nämlich mein Bruder. Und mein Bruder hat eine riesige Blutpflaume im Garten. Riesig, riesig groß. Und weil die so groß war, hat er beschlossen, dass er sie dieses Jahr mal schneidet. Und er hat sie bestimmt um 2,5 Meter gekürzt und auch in der Breite ziemlich. Sie ist jetzt immer noch riesengroß, aber da ging einiges runter. Und dann habe ich mir gedacht, die Blätter, da hole ich mir was. Natürlich nicht alles, weil es war so viel. Es
das ging nicht. Aber ich habe ein paar Tage Blätter gezupft tatsächlich, und zwar gartenkörbeweise voll, also richtig, richtig viel. Und da muss ich meinem Bruder auch noch mal Danke sagen, weil der hat mit mir Blätter gezupft, was total lieb war. Und ja, dann habe ich gefärbt, und ich habe wirklich die letzten Wochen nur grün gefärbt, weil die Blätter weg mussten. Die schönste Färbung entstand wirklich aus den frischen Blättern, und je mehr die dann trocknen, je schwächer wird die Farbintensität tatsächlich. Aber die frischen Blätter, die haben so phänomenal schön gefärbt. Und das Witzige ist, wenn man den Färbesud ansetzt, dann die Blätter sind ja bei der Blutpflaume dunkelrot, richtig, richtig dunkel. Und wenn man das ansetzt in Wasser und mit ein bisschen heiß macht, dann wird der Färbesud dunkelrot-violett, richtig intensiv. Und da denkt man, ja, das ist einfach die Farbe der Blätter. So wie die Blätter sind so intensiv rot-violett, Bordeaux, ist dieser Färbesud. Und dann gibt man die Wolle rein, und dann wird die Wolle auch erst so, ja, so ein bisschen rötlich und verfärbt sich dann aber schon in so ein komisches so rot-gelb, nicht so schön. Und dann habe ich es eine Weile stehen lassen, ohne es heiß zu machen, einfach nur stehen lassen. Und als ich dann eine Weile später den Deckel gelupft habe, dann waren da intensiv grüne Tannenstränge drin. Tannengrüne Stränge, so rum. Tannengrüne Stränge drin. Richtig, richtig schön. Und ich war so begeistert, dass ich mir gedacht habe, das muss ich euch mal zeigen. Thank you.
Ja, das Witzige an dieser Färbung ist tatsächlich, dass wenn man die Stränge dann rausnimmt, die grünen Stränge, man drückt sie aus und wenn man sie dann auswäscht, was dann noch so als Farbüberschuss rauskommt, der ist wieder wie violett, also nicht grün. Es ist wie Zauberei, wirklich wie Zauberei und die Farben und die Stränge, die da entstanden sind, die sind so schön. Also da war sehr, sehr schön. Ich bin total begeistert und ich hoffe, ihr auch. Waren, ich glaube, ja, vor 2, 3 Tagen, da war ist der letzte Schwung in den Färbekessel gehüpft. Also da habe ich jetzt nichts mehr. Aber es gibt, der Shop hat ganz viel und ich werde auch ein bisschen, habe ich auch auf Lager, dass es dann in dem nächsten Verkauf auch noch ein bisschen grün dabei ist. Ja, habt ihr Lust, dass ich euch meine neuen Wollqualitäten zeige und auch neue Farben? Ich habe noch andere neue Färbematerialien ausprobiert. Ja, wenn ihr Lust habt, dann würde ich jetzt schnell umbauen, meine Tabletts herrichten und euch die Wolle zeigen. Noch einen Schluck Tee und dann geht's los, ja? Also. Tablett ist auf dem Schoß und es geht los. Als erstes möchte ich euch zwei Schwestern vorstellen. Ich halte mal beide in die Kamera. Das sind zwei Schwestern. Das eine ist die Irmi und das andere ist die Babette. Die Irmi läuft 400 Meter auf 100 Gramm, die Babette 300 Meter auf 100 Gramm. Ist also ein bisschen dicker, die Babette. Der Name Babette hört sich auch, finde ich, so ein bisschen dicker an. Die Irmi ist die dünnere. Es ist ein sehr, sehr edles Garn. Es ist eine Mischung aus Merino-Wolle, Baby-Alpaka und Seide. Und zwar 50% Merino, 30% Baby-Alpaka und 20% Seide. Also ein wirklich edles Garn. Deswegen haben die beiden auch den Vornamen Edel, also Edle Irmi und Edle Babette. Ja, es ist ein sehr, sehr elegantes, feines Garn, mit dem man wunderbar Winteraccessoires machen kann. Also schöne Tücher, Schals, also das, so stelle ich es mir vor. Ich habe jetzt noch nichts angefangen tatsächlich. Ich habe nur mal eine Maschenprobe gestrickt und mir das Strickbild angeschaut. Das mache ich immer, wenn ich ein neues Garn aufnehme, dass ich mir das erstmal anschaue, ob es überhaupt meinen Ansprüchen genügt. Die Farben auf der Babette und auf der Irmi, die gehen ganz sanft an. Das macht das Alpaka, während die Seide dieses schöne Schimmernde in dem Garn praktisch mit sich bringt. Und dadurch, dass die Farben sanft und gemäßigt angehen, gibt es wunderschöne Wintertöne, finde ich. Also es gibt keine schrillen Gelbtöne oder schrille Grüntöne, sondern alles ist so ein bisschen gedämpft, wie das eben im Winter auch ist, wenn Schnee liegt, wenn es kalt ist. Das alles, die ganze Natur, alles ist so ein bisschen gedämpft und das spiegelt sich in diesen beiden Garnen wieder. Ich mache es so, wie ich es immer mache. Ich zeige euch Farbkombinationen, die ich schön finde. Ich habe ganz wenig nur rausgesucht, damit es einfach nicht zu viel wird. Ich zeige euch ein kleines Filmchen, wenn ich eins habe. Ich glaube, ich habe zu allen ein kleines Filmchen gemacht, was ich so für Farben habe. Allerdings wird es im Shop dann noch mehr Farben geben, denn diesmal habe ich vorgestern schon gefilmt, weil ich das schöne Wetter draußen nutzen wollte. Und es sind jetzt noch einige Farben dazugekommen im Shop in der Zwischenzeit. Die sind jetzt auf dem Film nicht drauf, aber ihr kriegt einen guten Überblick, glaube ich. Ich würde gerne anfangen mit der Babette, also mit der großen Schwester, 300 Meter auf 100 Gramm. Das habe ich zum Beispiel ein Sonnenglas und ihr seht schon, das geht ein bisschen gedämpfter an. Also es sind keine schrillen Sonnengläser, sondern ganz zart.
Und da gibt es zum Beispiel eine einfarbige Aprikose dazu. Dann gibt es so einen hellen Flamingo-Feder dazu. Und da kann man wirklich wunderschön ein Tuch machen, einen Schal. Also ich glaube, dafür ist es wunderbar geeignet. Natürlich auch für jegliches Oberteil, ob jetzt Jacke oder Pullover. Ganz sicher auch. Oder Handstulpen. Ich könnte mir vorstellen, so richtig schöne, elegante Handstulpen, vielleicht mit ein bisschen Lace-Muster oder ein bisschen gehäkelter Spitze an den Enden. Ja, das könnte ich mir vorstellen, so als Weihnachtsgeschenk könnte ich mir wunderbar vorstellen. Also das ist die Babette, da ist auch noch ein Sonnenglas, das auch ganz zart ist. Also mit diesen vier könnte man sich schon richtig was stricken. Da habe ich jetzt nur diese Farben, natürlich gibt es viel mehr und die zeige ich euch jetzt. Die kleine Schwester von der Babette ist ja die Irmi und die Irmi hat 400 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Und da möchte ich euch jetzt zeigen, ich habe ein neues Färbematerial ausprobiert und zwar habe ich Stockrosen im Garten und zwar keine schwarzen, richtig schwarze, aber tief dunkelrote. Und normalerweise packe ich die immer in die Sonnengläser mit rein. Und dieses Jahr hatte ich echt viele und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal einen Färbetopf mit den getrockneten Blüten von der Stockrose. Und ich dachte, da kommt irgendwie so ein Mauve-Ton raus. Aber ich musste mich wieder eines Besseren belehren lassen. Es kam ein wunderschönes, ich würde sagen, Salbeigrün raus. Und das ist es. Ich weiß immer nicht, mit der Kamera kommt das Grün nicht so schön rüber. Ich finde es so schön. Es geht jetzt hier eben auf der Irmi auch ganz zart an. Ich habe dann noch ein helleres dazu. Ich hoffe, man kann das sehen ein bisschen in dem Licht. Es ist wunderschön. Wunderschön. Also wirklich ein Träumchen. Und diese Färbung habe ich auf vielen verschiedenen Garnqualitäten. Wollte euch nochmal zeigen, vielleicht sieht man diesen, wie es glänzt und auch ein bisschen den Flausch vom Alpaka, der Glanz von der Seide. Und insgesamt ist sie einfach ganz toll weich. Ein Traum, dieses Garn anzufassen. Auch da ganz viele verschiedene Farben. Schaut dann habe ich diesmal die seidige Susi im Angebot. Ich dachte mir, Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht möchte der ein oder andere ein bisschen ein elegantes Tuch verschenken oder irgendwas Schönes mit einem edlen Garn und habe die Susi wieder ins Programm aufgenommen. Die war, ich weiß nicht, ob sie im letzten Verkauf drin war, aber sie war jetzt mal länger nicht dabei. Genau, und es ist 75% Merino, 25% Maulbeerseide, hat einen unheimlich schönen Glanz. Ich mag es total gern. Es hat auch so ein bisschen diese Kühle immer mit dabei. Und ich habe ein paar Kombinationen rausgesucht, wie zum Beispiel diese Grüntöne. Da muss ich noch dazu sagen, die Färbung aus der Blutpflaume, die findet ihr im Shop entweder unter Blutpflaume oder meistens heißt die Färbung aus Nachbarsgarten. Der Nachbar, mein Bruder, aus Nachbarsgarten ist quasi immer diese Blutpflaumenfärbung. Hier lese ich nämlich gerade, hier, das ist eine aus Nachbarsgarten. Nicht eine schöne Grünkombi. Ich finde es total schön. Und auch bei der seidigen Susi gibt es eine Kombination mit der Stockrose, die da wunderschön angegangen ist auf der Seide. Dieses Salbeiton in hell und in dunkel. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Und das könnte man natürlich auch aus Nachbarsgarten kombinieren.
Da seht ihr mal, der ist richtig, richtig schön tannengrün geworden. Könnte man die auch mit kombinieren. Oder auch ein Quartett draus machen. Das hier ist auch eine tolle Färbung. Wir waren ja in Istrien im Urlaub und da habe ich Schilfgras gesammelt. Und das ist eine Schilfgrasfärbung aus Istrien. Auch sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Und von der seidigen Susi, ich muss euch ja immer die besonderen Stränge zeigen. Und ich gehe ja auf in meinen Sonnengläsern. Ich habe so einen tollen Sonnenglasstrang. Der ist ein bisschen beige-grau in der Grundfarbe und hat eben auch einzelne Blüten und einzelne Blätter drauf, die so ganz kleine Sprenkel machen. Wie sagt man zu den Sprenkel? Keine Ahnung. Sprenkeln, ja. Ich sag Sprenkel. Also das ist ein ganz besonderes Sonnenglas. Ich hoffe, es gefällt irgendjemand. Das könnte man natürlich auch wunderbar damit kombinieren. Tolles Tuch zum Beispiel. Also die Susi, ihr seht schon, Grüntöne dominieren, beziehungsweise auch dieses Salbei, das ja so diesen Blaustich mit drin hat, was ich sehr, sehr schön finde. Aber es gibt auch die üblichen Farben wie die Rosa und Bordeaux und Blau und also die gibt es auch. Schaut's doch mal. Ja, letztes Mal neu im Shop den Max im Tweed, ein Tweed Garn, ein Tweed Sockengarn, das kleine Pünktchen in Dunkelbraun hat, was ich eigentlich wirklich schön finde, dass es keine bunten sind, sondern dass es so braune Farbkleckse hat. Das passt wunderbar zu meinen Pflanzenfärbungen, finde ich. Es ist ein Sockengarn aus 80% genau Merino-Wolle aus 15% Polyamid und 5% Viskose. Das ist der Anteil von diesen kleinen Pünktchen, die da mit drin sind. Dieses Garn, ich finde, es ist prädestiniert für Socken. Es ist wirklich ein tolles Sockengarn in verschiedenen Farbtönen. Und ich könnte mir da Herrensocken super gut vorstellen. Auch ein Sonnenglas gibt es. Ups, da ist ein Sonnenglas, also für Socken reicht euch natürlich einer, denn sie läuft 400 Meter auf 100 Gramm. Der Ton ist auch, weiß nicht, ob er so rüberkommt, das ist, der heißt bei mir Klangschale, weil ich eine Klangschale habe, die genauso die Farbe hat. Es ist so ein bisschen Goldbronze. Wunder, wunderschön. Und vielleicht könnt ihr die Nupsis auch sehen, die da drin sind, die kleinen braunen. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes, auch die hat einen Nachbarsgarten bekommen. Ein sehr, sehr schönes Sockengarn, gerade für Herrensocken, kann ich es mir sehr gut vorstellen. Wintergarn ist neu in meinen Shop eingezogen, beziehungsweise nicht neu, das gab es letzten Winter schon. Der weiche Wastel heißt es. Der weiche Wastel ist ein Gemisch und zwar genau halbe halbe, 50-50 Alpaka und Merino. Es ist ein dickes Garn, es läuft 160 Meter auf 100 Gramm. Und ich habe mir letztes Jahr aus dem weichen Wastel eine Mütze gestrickt, aus zwei Strängen, glaube ich, war das. Da gibt es auch einen Podcast dazu. Ich schreibe euch den unten rein, da könnt ihr gucken. Wunderbar geeignet zum Mützenstricken. Es ist eine meiner Lieblingsmützen. Sehr weich und sehr, sehr warm. Es ist ganz witzig, das ist auch der Nachbarsgarten und da ist es auf der Alpaka mal richtig knallig angegangen. Passend hier mein Pullover. Also das ist ein anderes Garn, aber fast die gleiche Farbe.
Also blau, grün. Es gibt Sonnengläser, die wieder ein bisschen fahler angehen. Aber es sind alle Farben drin, gelb, rosa, orange. Und das ist eine reine rosa Färbung. Also es sind, kommen so ein bisschen so weiche, softe Babytöne raus. Aber was ich länger nicht im Laden hatte, ist die Lisbeth. Die Lisbeth kennt ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast geschaut habt, wo ich mir dieses schöne Tuch gestrickt habe. Winter on my mind von Melanie Berg. Das war die Lisbeth, auch ein Gemisch aus Alpaka und Merino. Läuft 500 Meter auf 100 Gramm, also ist ein bisschen dünner und ein super tolles Tüchergarn. Ich habe ja auch noch ein zweites Tuch aus dem Garn gestrickt, mit wo ich wirklich zufrieden bin. Es ist kuschelig, es kratzt kein bisschen und die gibt es diesmal im Shop in schönen Farben und in tollen Sonnengläsern auch. Das ist schwierig mit dem Licht, aber hoffe, ihr könnt es sehen. Also schönes Sonnenglas. Hier auch ein tolles Sonnenglas. Orange und Gelb. Dann gibt es natürlich auch hier den Herrn Nachbarn. Also da gibt es eine ganze Fülle und die zeige ich euch jetzt. Und natürlich gibt es auch wieder alle anderen Qualitäten, die es letztes Mal gab. Also die Franzi, das Mariechen natürlich, das ich hier verwendet habe und für meine Socken. Dann die Sophie wird es geben, mein ultraweiches Garn. Dann ja, alle, die ihr schon kennt, wenn ihr meinen Shop kennt, die wird es auch geben in vielen Farben. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wann das nächste Shop-Update ist oder wann der nächste Ladentag ist, wann die Ladentür online öffnet und ihr ein bisschen stöbern könnt. Das wird sein am Sonntag, den 6.11. ab 11 Uhr öffnet die Ladentür. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust hättet und vorbeischaut. Vielleicht findet ihr was Schönes, vielleicht sucht ihr noch was für ein schönes Weihnachtsgeschenk. Handstulpen aus der Irmi, ein schönes Tuch aus der Lisbeth für Weihnachten. Ja, vielleicht habt ihr Verwendung, vielleicht mögt ihr auch einfach nur gucken, was es gibt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Sonntag sehen. Ja, und damit bin ich eigentlich durch mit allem. Ich denke mal, meine Laufzeit sagt, dass ich jetzt bei einer Stunde bin. Ich werde es dann noch schneiden. Wahrscheinlich wird es so eine knappe Stunde werden. Mir hat es Spaß gemacht, am Freitagvormittag ganz ungewohnt bei euch zu sein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ihr habt vielleicht was gestrickt nebenher oder einfach gewurstelt, gebügelt, Wolle gewickelt oder sonst irgendwas. Vielleicht konnte ich euch die Zeit ein bisschen versüßen. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen November und im Dezember sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder vor Weihnachten, habe ich mir gedacht. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.